Hallo meine Lieben, ich wollte euch teilhaben lassen an dem, was ich heute Nacht vorausgeschaut habe. In 200 Jahren werden wir zum größten Teil nicht mehr frei sein und müssen alle in riesigen Hallen leben und werden dort behandelt wie jetzt die Tiere im Stall, in dem Großzuchthandeln und werden müssen arbeiten gehen, schlafen, kriegen ganz wenig zu essen und sind eigentlich nur noch Sklaven. Und ein Teil davon kann ausbrechen. Also ich bin davon ausgebrochen und wir haben dann wild lebende Menschen gefunden, die ihre eigenen Tiere züchten, Kleintierzucht, so wie Hasen. Und ihre Farmen haben, aber in Gegenden, wo man sie nicht finden kann, also in Moore, ganz viel Moor, ganz viel Dreck, Umgebungen, wo kaum zu finden sind. So werden die Menschen dann in 200 Jahren in der Freiheit leben. Es gibt auch nur noch wenig Bäume. Es gibt viel Moore, dunkle Erde, Schlamm, Dreck. Und wir müssen immer wieder bauen und Steine schleppen, um einen gescheiten Boden zu bauen zu können, um Ställe zu bauen, um grüne Pflanzen habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber sehr viel Liebe in der Freiheit, den Gemeinschaften, die frei leben, muss Liebe herrschen, weil wir es sonst nicht schaffen können. Und Zusammenhalt, jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen und das machen wir auch. Und wir dürfen nicht an die denken, die in der Sklaverei leben und in Gefangenschaft, sonst werden wir verrückt. Es ist so gespalten, dass man schon denkt, das wäre eine andere Lebensart. Und so wird es also in 200 Jahren hier auf dieser Erde sein. Es gibt auch nur wenig Tiere. Es gibt nur die Tiere, die für uns in der freien Gemeinschaft als Zuchttiere leben. Das sind Kleintiere, Nager. Sonst nichts mehr da.